Lena, bleib da stehen. Lena, Lena, bleib so stehen. Bleib stehen, prima. Jetzt kommt das große Märchenbuch zum Einsatz. Ihr erinnert euch, die beiden Kinder, Hänsel und Gretel, wurden von ihren Eltern in den Wald gebracht und dort zurückgelassen. Das wenige Geld, das der arme Holzfäller verdiente, reichte einfach nicht aus, um die Eltern und Kinder mit Essen und Kleidung zu versorgen. Beim ersten Mal fanden beide zurück, weil Hänsel Kieselsteine auf den Weg fallen ließ, die im Mondlicht leuchteten. Beim zweiten Mal jedoch fanden sie den Weg nicht zurück. Nachdem sie tagelang im Wald herumgeirrt waren, kamen sie an das Haus der Hexe. Die sah zwar furchterregend aus, war aber sehr freundlich zu den Kindern und versprach, dass es ihnen in ihrem Haus gut gehen würde. Es wäre warm, sie bekämen immer gut zu essen und sie würden ein schönes Leben haben. Aber die Hexe hatte etwas ganz anderes im Sinn. Ihr Versprechen dient nur dazu, die Kinder in ihr Haus zu locken, und nach ein paar Tagen war es mit der Freundlichkeit vorbei. Sie zeterte und schimpfte mit den Kindern, und nichts, aber auch gar nichts konnten Hänsel und Gretel richtig machen. Raus mit dir! Was bist du so für ein faules Ding? Nichts kannst du richtig machen. Was hast du zu Hause gelernt? Hast du nur aus dem Buch gelegen? Komm her! Hier, nimm den Lappen und putz die Fenster. Aber ordentlich, damit man wieder durchgucken kann. Schön gründlich diese Fenster putzen. Yeah.
die zweite Szene aus Hänsel und Gretel. Die dritte zeigen wir am 24. Dezember.